Wie haben Sie gewonnen? Die 1Live-Krone Deutschlands, Radiopreis Nummer 2 in der Kategorie Webhype, größter Webhype. Wir haben uns durchgesetzt gegen die Lochis, gegen Mr. Tutorial, gegen Ape Crime, gegen YTT, gegen die Pong WG, gegen Luke Mockridge und Joyce Ick. Wir sind die, obwohl die beim WDR gesagt haben, dass jemand anders gewonnen hat. Aber eigentlich haben wir gewonnen dank eurer Hilfe. Und wir möchten heute der Community viel zurückgeben. Wir möchten uns um eure Kommentare kümmern. Wir sind Feedback-Künstler. Dirk Stermann ist immer noch da. Er sitzt seit Donnerstag hier. Und hat sich die Zeit genommen. In Österreich ist nicht viel los, ne? Doch, total viel. Aber ich komme hier nicht weg. Es fährt nur ein Bus einmal die Woche von Deutschland nach Österreich. Vorne drauf steht Österreich. Das ist zum Beispiel ein Kommentar von Philipp Wachowiak. Ich lese mal vor. Böhmermann ist scheiße. Sich über Prominente aufzuregen, die sich sozial engagieren, ist große Scheiße. Und die, die nichts tun, als politisch korrekt darzustellen, ist die allergrößte Scheiße. Böhmermann, du bist die allergrößte Scheiße. Ist bei Österreichern auch so viel? So viel los? Ist auch so viel Hass da? Das muss ein Deutscher sein. Ja, ich frage mich, warum die Leute gerade geklatscht haben hier. Komm, leg du doch mal einen nach hier von Facebook. Arroganter Pisser, mach es doch besser, wenn du aufgerufen hättest, um Menschen zu helfen, wären keine 25 Euro zusammengekommen. So sieht's so aus. Kann man nichts gegen sagen. Ich kann aber auch nicht, der Mann. Buffalo Bill. Gerd Heeg, jemand, der sich um die Anonymität im Netz keine Sorgen machen muss, denn er kommentiert öffentlich unter vollem Namen. Wer sich engagiert, macht sich verdächtig und wer nichts tut, ist unangreifbar, Herr Böhmermann. Manchmal habe ich wirklich Angst, mit solchen Zellhaufen wie Ihnen auf einem Planeten wohnen zu müssen. Ja, das sind die Humanisten von heute, die ja um die Nächstenliebe bemühten Menschen. Ich glaube, er meint es lieb. Ja? Ja, ich glaube, er meint Zellhaufen lieb. Ein Zellhaufen kann ja auch was Schönes sein. Ja, eben. Letztlich. Was Kurzes hier, guck mal. Jan Böhmermann hat einen kleinen Penis und wohnt noch bei seiner Mutter im Keller. Ja, aber da fällt mir Österreich natürlich. In Österreich gibt es ja quasi kellerwohnmäßig eine richtige Subkultur. Da richtig, ist ja, richtig. Ja, man kann doch sagen, das ganze Land ist unterkellert. Ja, ja. Ein Land sitzt im Keller. Astrid Koch. Da ist ein unbekannter, unwichtiger Moderator von ZDF Neo. 3 Ausrufezeichen, so nach dem Motto. Jan B., wie nochmal? Das sind jetzt 2 Provokationen in Klammern. Klammerprovokation. Und ist nun bewusst platziert mit medienwirksamen und dummen Äußerungen. Warum macht er das nur? Campino, gut, dass du nicht so medienglatt gebügelt bist. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ich habe den Song jetzt direkt noch ein zweites Mal runtergeladen. Ja, gut. Das ist gut, dass du das erreicht hast. Ja. Das ist doch gut. Da wird sicherlich Westafrika aufatmen, liebe Astrid Koch. Und ich finde es gut, also Campino ist wirklich, das ist ein Song, das ist ein Underground. Campino ist einfach Underground. Wo sind sie auf 1 und auf 3 in den Charts? 2 Mal in den Charts diese Woche auf 1 und auf 3. Das ist wirklich, ja. Du bist neidig einfach. Ich bin neidisch. Neidig, genau. Letzter. Wer ist Jan Böhmermann? Muss ich nicht kennen. Campino gehört allerdings zur allgemeinen Bildung. Das stimmt natürlich. Wobei es viele Leute gibt, die ihn mit Calippo verwechseln. Ist mir auch die ersten 10 Jahre. Calippo ist das Eis, was man so rausdrücken kann, so flutschig-mäßig. Genau. Und Campino ist, glaube ich, ein Bonbon, den es mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr gibt von Stork. Weil er irgendwie so Phosphor eingebacken war, glaube ich. Meine ich, die haben dunkel geleuchtet. Du willst dich jetzt schon wieder lustig machen über ihn. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde, mit deinem Lutschbonbon. Du bist doch auch manchmal das so ist ein Mann, der will die Welt retten. Und du, ich finde das ja auch nicht verkehrt. Ja, eklige Limonade. Nein, im Arm, ich finde das auch nicht verkehrt. Darum geht es ja auch gar nicht. Das ist ja mehr so ein kulturkritischer Ansatz. Dieses Gefühl, was man hat, wenn man einen Song guckt. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du vielleicht ein anderes Gefühl hast. Aber ich denke mir doch, wenn ich das gucke, auch. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann artikuliert man was, sucht sich was zusammen, recherchiert und man findet raus, es ist einfach eine unseriöse Hilfsaktion. Es ist doch so. Ich glaube, du verstehst einfach Punk nicht. In diesem Sinne, Sid Vicious, I'll never feel you. Campino ebenso. Dirk Stermann, das war der Online-Exclusive-Content und wir machen jetzt hinten die Heizplatten an und essen richtig geile Sachen hier. Tschüss, bis bald. Tschüss. Dirk Stermann, vielen Dank. Dankeschön, wir sehen uns gleich.